Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe das iPhone 12 Pro jetzt seit gut 2 Wochen als Daily Driver in Benutzung. Das ist also genug Zeit, um herauszufinden, ob sich das neue Flaggschiff von Apple lohnt und ob sich vor allem ein Upgrade lohnt, denn ich bin vom 11 Pro auf das 12 Pro umgestiegen, also ein relativ kleiner Sprung. Ob sich dieser aber gelohnt hat und ob das iPhone 12 auch ein würdiger Kämpfer auf dem so harten Smartphone-Markt ist, das möchten wir in diesem Video rausfinden. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß dabei. Aber was ist denn überhaupt jetzt bei dem iPhone 12 Pro neu? Von mir und von sehr vielen anderen wahrscheinlich heiß erwartet und jetzt endlich wieder da ist das kantige Design, so wie wir es auch schon vom iPhone 4 und 5 kennen. Nur irgendwie noch besser, denn das iPhone 12 ist nicht nur dünner als das iPhone 4 und das iPhone 5, sondern auch als das iPhone 11. Und aufgrund der für mich perfekten Größe von 6,1 Zoll liegt das Gerät bei mir wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Alles ist mit dem Daumen sehr angenehm erreichbar und anfühlen tut sich das Ganze dann auch noch echt richtig gut, denn es fühlt sich irgendwie so an, als wäre das iPhone direkt aus einem Block gefräst. Und auch klar ist, dass die Kameras von den neuen iPhones zumindest beim Release unschlagbar sind und auch bei dem iPhone 12 Pro hat sich dort einiges verändert und die wohl krasseste Veränderung, die ist sogar sichtbar. Denn wir haben jetzt hier, ähnlich wie beim iPad Pro, aber auch zum Beispiel bei der Mercedes S-Klasse oder bei dem BMW 7er einen LiDAR-Scanner verbaut. Dieser hilft dem iPhone dabei, das Umfeld besser zu scannen. Vor allem sind dabei aber 2 Punkte ganz ausschlaggebend, die ihr auch bei der Kamerabenutzung dann merkt. Zum einen nämlich bei Porträtaufnahmen. Dank des Scanners wird nämlich das zu fotografierende Objekt deutlich besser erkannt, weswegen das gesamte Porträt dementsprechend auch deutlich besser aussieht als beim Vorgänger. Das funktioniert jetzt auch nachts und zum anderen ist es so, dass auch die Schnelligkeit des Autofokus verbessert wurde. Wenn euch das Thema ein bisschen mehr interessiert, dann ladet euch unbedingt mal die 3D-Scanner-App runter, denn die zeigt, wie so ein LiDAR-Scanner überhaupt arbeitet. Der Link dazu ist natürlich da unten in der Beschreibung und ich kann euch sagen, dass das Thema wirklich interessant ist. Aber auch sonst schießt die Kombination aus Haupt-, Weitwinkel- und Telekamera unglaublich scharfe und farblich sehr ansehbare Bilder. Der Gesamteindruck stimmt einfach und die 12 Pro-Kamera ist schon lange nicht mehr eine normale Handykamera, sondern entwickelt sich immer mehr zu einer professionellen Kamera hin. Das merkt man von Jahr zu Jahr und vielleicht wird Apple ja auch bald dann darauf kommen, manuelle Einstellungen in die Kamera-App einzubauen für ISO und Co. Videos lassen sich in 4K mit bis zu 60 FPS filmen und ich finde die Weitwinkel-Videofunktion bei den iPhones schon immer ganz cool. Und bevor ich es vergesse, das iPhone 12 Pro ist jetzt auch dazu in der Lage, Dolby Vision Videos aufzunehmen. Das ist allerdings ein Thema, mit dem ich mich ehrlich gesagt noch nicht so gut auskenne. Deswegen empfehle ich euch unbedingt die Videos von anderen Kollegen. Die sind da ein bisschen näher drauf eingegangen, denn Dolby Vision ist allgemein ein Thema, welches wohl die meisten Endkonsumenten nicht interessieren wird, wenn sie mit ihrem iPhone Videos machen. Doch auch über den A14 Bionic möchte ich reden. Denn der Prozessor ist ja das Herzstück eines Smartphones und wird leider immer viel zu schnell vergessen oder nicht erwähnt. Das ist aber auch irgendwie klar, denn der Prozessor ist ja tief im Gerät verbaut, man sieht ihn nicht und wer jetzt nicht die Apple-Events aktiv verfolgt, der wird über den Prozessor nicht viel erfahren. Und das ist so ein bisschen schade, denn neben Taktfrequenz und anderen nerdigen Informationen gibt es doch so einige Fakten über den A14 Bionic Prozessor, die wohl viele von euch interessieren werden. Und das ist zum Beispiel die Tatsache, dass der A14 Bionic im Gegensatz zu seinem Vorgänger deutlich energiesparender ist und ihr dadurch, obwohl die Akkus bei den neuen iPhone 12 Modellen kleiner als bei den iPhone 11 Modellen sind, eine Menge Akku spart und die Akkulaufzeit am Ende des Tages dann genauso ist wie bei den Vorgängermodellen. Des Weiteren ist es auch so, dass der A14 Bionic einfach mal 40% schneller ist als sein eigener Vorgänger. Und laut Apple ist der Prozessor allgemein schneller als alle anderen Smartphone-Prozessoren. Ich habe euch hier mal so Geekbench-Ergebnisse eingeblendet. Ihr seht es also schon, selbst der neueste Snapdragon-Prozessor wird von dem A14 Bionic einfach mal ganz schnell in den Sand gesetzt. Allgemein will ich jetzt in meinem Fazit nicht auf Zahlen und Daten eingehen, da am Ende natürlich die User Experience interessiert. Wenn ihr euch aber trotzdem für Milliampere, Megapixel und Co. interessiert, dann schaut gerne mal in die Beschreibung. Dort habe ich euch natürlich auch die Produktseite von den neuen iPhones verlinkt. Und da haben wir ja gerade schon über den Prozessor und die daraus auch resultierende Akkulaufzeit oder Leistung geredet haben, bleiben wir auch direkt beim Thema Akku und fragen uns, wie ist denn eigentlich die Akkulaufzeit? Ich bin jetzt von dem iPhone 11 Pro Max auf das 12 Pro umgestiegen und habe mir schon im Vornherein gedacht, dass ich wahrscheinlich bei der Akkulaufzeit ein paar Abstriche machen muss und tatsächlich hat mich das auch am Anfang etwas gestört. Ich bin zwar jetzt nicht mit einem leeren Akku nach Hause gekommen am Abend, aber es hat mich schon ein bisschen gestört, dass man bemerkt hat, dass der Akku schneller leer geht als der von meinem vorherigen iPhone. Ich kann euch aber auch da ein bisschen beruhigen, denn nach ein paar Tagen hat sich das irgendwie so etwas stabilisiert und mittlerweile bin ich auch mit der Akkulaufzeit sehr zufrieden. In meinem Falle lade ich mein iPhone dann immer ab und zu auf, entweder mit meinem Anker Quick Charge oder aber mit dem neuen MagSafe-Ladekabel. Das ist so ein Tool,
was eigentlich cool ist. Es ist nice to have, aber auch kein must have. Allerdings bin ich trotzdem gespannt, was dort noch von Drittanbietern so alles kommen wird, denn ich kann mir vorstellen, dass da das ein oder andere nice Gadget noch am Start sein wird. Ja, und damit MagSafe funktioniert, sind bei dem iPhone hinten Magneten eingebaut. Die sorgen auch dafür, dass ihr einige nice Zubehörteile direkt bei Apple bestellen könnt, die ihr auch auf der Produktseite findet. Wir widmen uns jetzt aber erstmal der Vorderseite weiter. Um genau zu sein, rein in das Gerät, rein in iOS 14 oder 14.2 mit den neuen nice Wallpapern, die auch für Tag und Nacht am Start sind. Und wie es euch schon denken könnt, ich bin der Meinung, dass iOS 14 mittlerweile schon ein sehr stabiles Betriebssystem ist und dank des Prozessors in Kombination rennt das Ding ohne Ende. Zugegeben bin ich jetzt kein Power-User. Ich schneide keine Videos mit meinem iPhone oder zocke da irgendwelche aufwendigen Games, aber, und das wird wahrscheinlich auch der Großteil von euch machen, ich habe viele Anwendungen auf einmal offen und lebe theoretisch im Multitasking drin und swipe die ganze Zeit zwischen den verschiedenen Apps hin und her. Doch selbst wenn ihr jetzt die aufgezählten Sachen mit eurem iPhone 12 Pro machen möchtet, die ich euch gerade genannt habe, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das auch anstandslos funktionieren wird, denn die Kombination aus unglaublich leistungsstarkem Prozessor, einem hauseigenen Betriebssystem und dazu noch 6 GB RAM sorgt dafür, dass das iPhone 12 Pro ein extrem starkes Smartphone ist. Und zusätzlich habt ihr jetzt auch 5G in dem iPhone 12 am Start, welches deutlich krasser in Deutschland schon ausgebaut ist, als ich anfangs dachte. Doch es gibt eine Sache, die mich bei dem iPhone 12, aber auch 12 Pro stört. Und zwar das Display. Also verstehe mich nicht falsch, ich meine damit jetzt nicht das richtig gute OLED-Display oder auch die Tatsache, dass die Displayränder dünner geworden sind. Nein, sondern den Fakt, dass wir kein 120 Hertz verbaut haben. Und ich will auf das Thema auch gar nicht großartig drauf eingehen, denn jeder hat schon darüber gesprochen, aber ich möchte einfach so ein kleines Zitat von Felix Bar oder einer Review, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es gesagt hat, nochmal aufleben lassen. Und zwar wurde gesagt, das aktuell schnellste Smartphone auf dem Markt fühlt sich einfach nicht an wie das schnellste Smartphone auf dem Markt, weil es kein 120 Hertz Display hat. Punkt. Und damit sind wir jetzt auch beim Fazit angekommen. Apple hat definitiv mit dem iPhone 12 Pro ein Smartphone rausgebracht, welches jetzt erstmal für die anfängliche Zeit nach dem Release die anderen Smartphones alt aussehen lässt. Das Design ist nahezu zeitlos, der Edelstahlrahmen ist pervers gut verarbeitet und die Kamera schießt mittlerweile so gute Bilder und sogar Videos in Dolby Atmos. Und das Benutzererlebnis ist für mich irgendwie wie so ein cremiges Frucht. Saftgetränk. Wir haben knackige Farben und es ist eben einfach smooth. Und wenn wir das iPhone bedienen mit unserem Daumen, dann rennen wir durch das System durch und werden nicht von irgendwelchen unnötigen Sachen in unserem Run aufgehalten. Trotzdem rate ich euch auch noch Videos zum iPhone 12 zu schauen. Das könnt ihr beispielsweise bei meinem Kollegen Jorma machen, denn die Unterschiede vom 12 zum 12 Pro sind wirklich absolut gering, weswegen ich mich jetzt auch dazu entschieden habe, das 12 Pro Max zu bestellen. Das ist aber eine andere Geschichte. Das war's jetzt mit meinem finalen Fazit zum iPhone 12 Pro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann könnt ihr mir gerne einen netten Kommentar schreiben und auch natürlich gerne ein Abo dalassen, um die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.